Schmuser, hast deine Wette verloren. Heute kommt ja doch eine Folge Weekly Zen. So, hallihallo, hallöchen zu einer neuen Folge von Weekly Senf, euer Xodus wieder hier und heute mal wieder an einem Sonntag. Ich hoffe, jetzt Hauptsache die Technik versagt nicht. Heute haben wir nicht ganz so viele News, aber dafür sehr viel Inhalt. Was die letzte Woche so passiert ist, das erfahrt ihr jetzt Montag. Kurioses spielte sich in Hagen wieder, denn eine 26-jährige Frau hatte wohl Streit mit ihrer Katze und wurde von ihrer Katze gebissen. Als sie versuchte, diese Katze zu maßregeln, was nicht geklappt hat, ich meine, ich habe auch immer viel Ärger mit meiner Katze, aber ich habe sie auch nicht im Griff, kam es zu einem Streit mit ihrem Lebensgefährten. Das eskalierte wohl etwas sehr, denn nach mehrfachen Bissen von der Frau gegenüber dem Lebensgefährten rief der Freund dann die Polizei und die Frau wurde dann 10 Tage der Wohnung verwiesen. Ich meine, what the fuck? Ich meine, man kann sagen, ich bin auch sauer auf meine Katze manchmal, aber ich beiß doch. Nee. Mein Lieblingsthema, Severino wieder. Severino, wir erinnern uns, der Sieger vom DSDS-Finale, der doch ein ganz harter Betrüger ist, wurde jetzt verurteilt, dazu auf 2 Jahre Bewährung, glaube ich, und das Geld natürlich zurückzuzahlen. Und nach dieser Verurteilung gab es auch seinen ersten Auftritt nach der Verurteilung. Die Leute sind wohl doch sehr nachtragend, denn es kamen doch tatsächlich ganze 200 Leute zu seinem Auftritt. So, noch Kurioseres passierte nach der Filmpreisverleihung Lola, glaube ich. Das ist eine deutsche Preisverleihung für Filme, wo es zwei deutsche Schauspieler gab, die einen Preis gewonnen haben und die es danach auch gefeiert haben. Zum einen Til Schweiger, der in einem Restaurant gefahren ist, sich da schön eingekippt hat, noch den Preis verliehen hat. Ich glaube, es ist sein erster Preis gewesen, so viel wie ich gelesen habe. So, daraufhin kam Elias Mbarek, auch ein deutscher Schauspieler, auch ganz gute Filme, der sich dann wohl mit Til Schweiger unterhalten hat. Diese Unterhaltung wuchs zu einer Diskussion und diese Diskussion hatte tatsächlich mehr Hand als Fuß, denn irgendwann ballerte Til Schweiger Elias Mbarek eine ins Gesicht. Daraufhin, der Klügere gibt nach, Elias Mbarek hat gesagt, ja gut, es ist jetzt besser zu gehen. Worum es in diesem Streit ging, das weiß man wohl bis heute, glaube ich, nicht. Das wird wahrscheinlich auch niemals rauskommen. Til Schweiger hat sich auf jeden Fall schon bei Elias Mbarek entschuldigt. Und die werden nach der nächsten Preisverleihung wohl mal ein Bier zusammen trinken können. Dienstag. So, noch eine kuriose Geschichte. Und zwar räumten Einbrecher während einer Parade, ich glaube eine Schwulen- und Lesbenparade, aber das ist ja jetzt nicht Teil des Inhalts hier, räumten sie den Tresor vom Phantasialand aus. Also die nutzen die Parade und den ganzen Krach und den ganzen Taram, um sich mit doch erschreckender Präzision und vor allen Dingen auffälliger Präzision, sie wussten nämlich genau, wo der Tresor war, in den Tresorraum reinzuschmuggeln und erbeuteten so laut zweifelhafter Informationen ca. 1 Million Euro. Kurz nach dem Vorfall wollte sich Phantasialand und die Polizei zu diesem Vorfall aber auch nicht äußern. So teuer wurde es auch in Bremen für eine Frau, weil sie ein Kino lahmlegt. Ich hatte die Geschichte vorher bei uns im Teamspeak gehört und dachte, ja komm, da will uns jetzt irgendeiner was erzählen. Doch die Geschichte war nämlich wahr, ich habe sie dann nämlich hinterher nochmal gelesen, und zwar legte eine Frau ein Kino lahm. Jetzt muss man sich vorstellen, der Sohn von dieser Frau war im Kino, hat sich wahrscheinlich irgendwie einen schönen Film angeguckt, schrieb, so wie das auch sein muss, dafür sind Handys auch gut für Kinder, schrieb seiner Mutter eine SMS, und zwar, brauchst mich nicht abholen, werde rumgebracht. Die Mutter hat die SMS gelesen, ist sofort in Panik ausgebrochen, weil sie hat gelesen, hol mich bitte ab, ich werde umgebracht. Die Frau alarmierte sofort alles, was ging, und das Kino wurde dann hinterher auch evakuiert. Dann hat ein Beamter die SMS richtig vorgelesen und alles wurde aufgeklärt. Im Moment wird auch noch geklärt, wer für diesen Polizeieinsatz auf Mittwoch. So, der Mittwoch, der war wieder sehr langweilig, da ich letzte Woche ja einen Witz erzählt habe, der zugegebenermaßen sehr schlecht war. Und ich danach noch einen Witz erzählt habe, weil der andere zu schlecht war, aber der Witz war auch schlecht. Dachte ich, komm, versuch's es jetzt mal neu. Mittwoch ist nichts passiert, also habe ich mir einen neuen Witz rausgesucht. Der ist allerdings jetzt ein bisschen, ja, blondinenfeindlich. Ich lese ihn einfach mal vor. Nach einem Stromausfall in meinem Einkaufszentrum treffen sich 2 Blondinen und dann sagt die eine Blondine, so ein Mist. Ich war 1 Stunde lang im Aufzug eingesperrt. Da sagt die andere Blondine, frag mich mal, ich stand 2 Stunden auf der Rolltreppe fest.
Ich versuche es nächste Woche einfach nochmal. Donnerstag. So, Donnerstag schon wieder eine kuriose Geschichte. Hat gegebenermaßen wieder irgendwie was mit Sex zu tun. Es tut mir eigentlich leid. Ich suche mir die Schlagzeilen nicht aus. Also eigentlich ja doch. Aber ich erzähle mal kurz die Kurzfassung. Ich habe diese Kurzfassung ausgeschrieben, weil sie ist ein bisschen länger. So, Frau ist sexuell frustriert über ihren Ehemann. Lernt einen Mann im Internet kennen. Die beiden starten eine Affäre. Die Frau verträgt sich wieder mit dem Ehemann. Die Affäre ist sauer. Und die Affäre schickt dem Ehemann pikante Details aus dieser Affäre. Da geht die Geschichte eigentlich erst los. Denn die Frau und der Ehemann, die waren darüber natürlich sehr genervt und dachten sich, boah, wie werden wir dem wieder los? Aber weißt du was? Wir täuschen einfach einen Tod vor. So, daraufhin hat die Frau und der Mann sich überlegt, ein Foto zu machen, wie die Frau auf dem Boden liegt, ein bisschen Ketchup draufgestreut und haben dieses Bild einfach der Affäre geschickt, um die Affäre loszuwerden. Das Ganze ging nach hinten los, die Affäre ist sofort zur Polizei gerannt damit. Die Polizei hat natürlich einen Großeinsatz gemacht, ist in das Haus rein, da saßen beide noch ganz friedlich, wahrscheinlich jetzt in Ruhe gelassen. Im Moment wird auch noch geklärt, wer für diesen Polizeieinsatz aufkommen muss. Und da kommen wir zu dem Freitag. So, Freitag habe ich nur eine Nachricht, die Woche war relativ ruhig. Aber es ist meine Lieblingsnachricht, denn es geht wieder um Severino. Ja, ich hatte vorhin erzählt von den 200 Leuten. So, das hat Severino wohl satt gehabt und möchte, dass auch wieder mehr Leute zu seinem Auftritten kommen. Und deswegen hat er sich schon mal so langsam überlegt, nach seiner Verurteilung das Geld zurückzuzahlen. Und versucht damit sein Gewissen reinzuwaschen. Ob die das RTL-Publikum, die RTL-Zuschauer darauf reinfallen, das überlasse ich mal denen. Bis dahin wünsche ich Severino alles an Karrierepech, was ihm passieren kann für diese Missetat, die er diesen alten Damen angetan hat. Mögest du nur noch unter 200 Leuten auf deinen Konzerten haben, du Schuft. So, das war's mit Weekly Senf. Ein bisschen weniger, aber dafür ein paar lustige Geschichten und ein hoffentlich lustiger Witz. Ich fand ihn sehr lustig, ich habe mich kaputt gelacht. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin, ciao. Ja, bitte.